Tja, also Pip ist immer noch im Gefängnis und Corwin ist scheiße gewesen und Nira hätte eigentlich hands down auch mehr tun können, aber es kann sie ja nicht, weil sie ja ein neuer Charakter ist und in Baldur's Gate 2 ja wahrscheinlich erstmal gar nicht vorkommen wird. Die wird da irgendwo stehen, aber wahrscheinlich ja nicht gleich. Wobei sie hätten die natürlich auch einfach gleich am Anfang mit in eine Zelle stecken können. Warum denn nicht? Das wäre ja machbar gewesen. Vielleicht haben sie das sogar gemacht. Aber dann hätte sie mir hier auch mehr helfen können. Okay, also wie geht's euch, Bib? Duke Belt, es ist gut, euch zu sehen. Ich habe Neuigkeiten. Ich weiß, wer Skier getötet You hat. know the killer's name? You have proof? Ihr kennt den Namen des Mörders und hast du auch Beweise? Also lasst mich raus und ich zeige euch beides. Ich bringe euch beides. Were you anyone else, this would be a simple matter. For Entar, it is very simple. He wants your head. That will not change any time soon. Certainly not while his daughter remains in her current state. Also, wärst du sonst irgendjemand, wäre das eine einfache Sache. Für Enter ist es sogar sehr, sehr einfach. Er möchte euren Kopf und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Und ganz gewiss nicht, solange seine Tochter in ihrer derzeitigen Lage ist. But you are the Slayer of Saravok, the hero of Baldur's Gate, the champion of Dragonspear. Your service to the Sword Coast is beyond dispute. Aber du bist ja der Slayer, also der Schlächter von Zarevok, der Held von Baldur's Tor, der Champion von Drachenspeer. Also euer Dienst für die Schwertküste ist ja jenseits, also darüber müssen wir nicht reden, ne? Das Unfortunately, your heritage is now also beyond dispute. There can be no peace for a child of Baal. Those near you will inevitably suffer as Ski did. That is your nature. Aha, na, wenn er das sagt. Unglücklicherweise ist deine Herkunft nun auch nicht mehr, steht auch nicht mehr zur Debatte. Es kann keinen Frieden geben für ein Kind des Baal und die Leute, die in der Nähe, also die Leute in deiner Nähe werden unweigerlich leiden, so wie Skye gelitten hat. Das ist deine Natur. There are as many people in this city ready to fight and die for you as there are those baying for your blood. Baldur's Gate is in turmoil. Also es ist oft mal wieder, also er schaltet jetzt den großen Belehrungsdialog hier, oder was? Also naja gut, also da sind, also es gibt genauso viele Leute, die in der Stadt, die bereit sind für dich zu kämpfen wie und zu sterben, wie für die, also wie jene, die nach eurem Blut schreien. Baldur's Gate ist im Aufruhr. Ich meine, wir machen uns nochmal bewusst. Da ist eine Edelfrau, ein Verzogene, also von den reichsten 1% von Baldur's Tor. Ist, nachdem sie sich freiwillig für einen Kriegseinsatz gemeldet hat, infolge dieses Kriegseinsatzes und sei es nur durch Attentäter verstorben. Und das versetzt jetzt die ganze Stadt in Aufruhr. Das halte ich für sehr unglaubwürdig. After extensive deliberations, Eltan, Lia Janath, and I have decided it would be best for all if you and the darkness within you left Baldur's Gate as quietly as possible. Also, nachdem wir lange überlegt haben, haben Eltern Lia Janath, oh, die habe ich auch gerettet, und ich beschlossen, dass es das Beste für uns alle wäre, wenn die Dunkelheit in dir und du natürlich, Baldur's Gate, so schnell und leise wie möglich verlassen würde. A guard will escort you out of the city. This is a poor reward for all you have done for us, I know. But it is the best we are allowed. Go someplace far from here and do not return. Okay, also eine Wache wird dich außerhalb der Stadt eskortieren. Das ist ein sehr, sehr kleiner Lohn, den wir anzubieten haben. Das weiß ich, aber das ist das Beste, was wir tun können. Was uns erlaubt ist zu tun. Geh ganz, ganz weit weg von hier und komm nicht wieder. Das ist so wie Scar. Lauf, Simba. Lauf und kehr nie mehr zurück. Und im Laufe der Spielreihe werden wir das auch nicht tun.
Was wir stattdessen tun, wir sind dann in Baldur's Gate 2, sind wir in der nächsten einfach in der nächsten Großstadt südlich von Baldur's Tor. Also keine 14 Tage von dort entfernt, wenn man zu Fuß geht, so Fare ungefähr. thee well. Also gehabt euch wohl, Bib. Tschüss. Na gut, aber wenigstens konnten wir denen überzeugen, dass wir Follow me. unschuldig sind. So, habe ich. Ich habe immer noch meinen Pseudodrachen. Na, was ist mit dir? I Hallo. figured you weren't another Saravok. Think I figured wrong. Willst du aufs Maul? Die hat Ausrüstung, ne? Ach so, ich muss da bestimmt hier Your runter. belongings are on the table. Take what you can carry and head down to the trapdoor. Okay, also er sagt, eure Ausrüstung liegt hier auf dem Tisch rum. Wenn hier einer lange Finger gemacht hätte, der wäre jetzt reich. Ja, so. So, und jetzt? Jetzt sieht die Sache doch schon wieder ein bisschen anders aus. Ihr werdet es alle noch bereuen, dass ihr sich euch mit mir angelegt habt. Was war das hier noch? Medal of Valor. Was habe ich hier? Ach so, ja. So, besser treffen. Besser gerüstet sein. Geilen Bogen haben. Eispfeile haben. Sonst was haben. Ich werde die so hart aus dem Leben klatschen. So, aber immerhin haben sie mir meine Beutel hier alle hingelegt. Das finde ich schon mal gut. Das ist der Pseudodrachen. Den Schlüssel brauchen wir bestimmt nicht mehr. Ich verwandle gleich einen in ein Eichhörnchen. So. Okay, You das. destroyed the Iron Throne in Kaelor's Crusade. Noble Prats a small price to pay for all of that, far as I'm concerned. Hier, da, die sagt, a noble brat is a small price, also, ne, kleine verzogene adlige Göre ist ein kleiner Preis. Okay, also sie hat das richtig gesagt. Und die hat gesagt, I'm wrong. Habe ich gerade gespeichert? Was passiert, wenn ich den verwandle? Sie wird böse. Your deeds will catch up with you soon enough. Nur zu fragen. Okay, ich weiß nicht, ob das so schlau war. Ready to say farewell to Baldur's Gate? Jo. I am. Follow me and stay close. We'll be traveling through tunnels beneath the city. Wir sind gerade noch Think well rausgekommen. once you kept away from the. Go down the stairs and head west. The cavern comes up outside the city gates. Also, geh die Treppen nach unten und geh nach Westen. Die Kavernen hier, die werden sich öffnen, werden nach draußen führen, außerhalb der Stadttore. Alles klar. Ja, also ich habe sie nicht I believe getötet. you. Ich glaube My euch. cousin was in Bridgefort. The Crusade spellstone had poisoned her. She was on the edge of death. You saved her. Also, meine Cousine war in Bridgefort. Der Zauberstein des Kreuzzugs hat sie vergiftet und sie war an der Schwelle des Todes und du hast sie gerettet. You saved the city from Saravok. You saved the Soul Coast from the Nine Elves. I don't care what anyone says about you. You're a hero. And that's all there is to it. Farewell. Also, ja, also, ne, er sagt auch nochmal, zählt alle meine Heldentaten auf und sagt eben auch, ihm ist egal, was sonst irgendjemand sagt. Ich bin hier voll sein Held. Bis dann, ciao. Wie ihr wünscht. So. Da ist Bib wieder alleine. So, hier könnte doch aber jetzt. Wir sollen nach Westen gehen, das ist da. Aber wie das immer so ist. Okay, die Karte ist nicht besonders groß, aber wir. Gucken mal, was hier ist noch ein Gegner? Sein Ernst? Da war ein Gegner. Exit to Surface. Aha. Oh, die waren aber. Die können einen festhalten. Naja, selbst wenn das passiert, ne?
Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Wir wissen das ja. Ich bin natürlich auch ein geübter Bogenschütze. Tatsächlich bin ich damit, bin ich mit Bogenschießen gar nicht so schlecht. So, den können wir aber nicht mit Stichwaffen besiegen. Aber irgendwann habe ich mal auf so einem Mittelaltermarkt, die ich ja eigentlich sehr verachte, weil die immer sagen, los, gebt mir alle euer Handgeklapper. Kein Mensch hat so geredet. Da war ich auch mal Axt werfen. Und das habe ich einmal gemacht. Zusammen mit Hadriel und meinem Kumpel Georg. Has a keyhole. Ja. Ja, aber was für einen Schlüssel soll ich denn jetzt hier nehmen? Mich würde ja mal interessieren, was da bitte schon drin ist und wo ich den Schlüssel bitte herbekommen soll. Und welcher könnte das hier sein? Man weiß es nicht. Gut, schätze mal, das werden wir nicht unbedingt klären. Aber gut, was soll da... Das kann ich nachgucken, was da drin war. Und wenn das wichtig ist, dann... Dann... Können wir das ja irgendwie immer noch hinbekommen. So. Und dort geht es nach draußen. Ja, dann... Achso, wir speichern hier nochmal. Nur für diesen Schlüssel. Jetzt ist das hier Aftermath 3. Just in case. Und raus. Mich kümmert's nicht. Ja, Imoen. You made it. Oh, that's great. I was scared you wouldn't. Also, du hast es geschafft. Das ist großartig. Ich hatte Angst, dass du es nicht schaffen würdest. Haha. Wir beide wieder. I'm so sorry. I should never have let you go to Dragonspear without me. Es tut mir so leid. Ich hätte euch niemals nach Drachenspear alleine gehen lassen dürfen. Aber irgendwelche, ich sag mal, lazy Storywriting hat das verhindert. Ich hab dich auch vermisst. Das ist ja meine Halbschwester hier. Na, die ist auch ein Balkind. Und, also Papa ist natürlich dann gleich, aber die Mutter nicht. Obviously, ich bin Gnom, ne? Und sie ist Mensch. Also, ich hab dich auch vermisst. Mehr als du weißt, ja. Okay. Okay, und weiter. Nun sind wir aber wieder vereint. Und ich lasse euch nie wieder außer Sicht. Los geht's. Je eher wir hier wegkommen, desto besser. Ja? I've been reunited with Human, aber sie kommt nicht in meine Gruppe. Wir erkunden hier natürlich aber noch die Karte. Klar, das machen wir immer. Hier können wir auch rausgehen. Wo kommt man denn da hin? Na, wahrscheinlich... Wahrscheinlich gibt es hier nur eine Möglichkeit, immer an der Wand lang. Ach, guck an. Hey, everyone. I got him. Genau. Hey, Leute, ich hab ihn. Rejoice, Boo. Our friends have returned to us. Freu dich, Boo. Unsere Freunde sind zu uns zurückgekehrt. Es ist gut, dich zu sehen, Bib. Ich bin sehr froh, dass das Council... über euer Blut hinweggeschaut hat. In euer Herz. Ah, dieses Schlangennest von einer Stadt hat euch verraten und verkauft, Bib. Aber du bist nicht alleine. Lass nicht Verzweiflung in deinem Herzen Überhand nehmen. Du hast wenigstens deine Freiheit und in dieser Freiheit liegt Hoffnung. Ratschahira. Could we maybe talk about this someplace, you know, far away from here? Können wir darüber vielleicht irgendwo anders reden? Also erstmal möchte ich mich bedanken, dass ihr alle hier seid. Ja, das Council der Vier hat es vielleicht nicht für nötig befunden, zu euch zu stehen, aber wir werden das immer tun. Und nun lass uns ein bisschen Distanz zwischen uns und Herzog Silberschild bringen, okay? Auf geht's!
Abflug. La 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 la. I'm pretty sure the Flaming Fist isn't on our trail. Can we take a break? Just for a minute? So, ich bin mir sicher, die flammende Faust verfolgt uns nicht. Können wir eine Pause machen? Nur für einen Moment? Ah, it has been too long since Minsk journeyed with such a fine companion. Grim deeds hey, to come. Do you feel a little off? Hä? Ist hier nicht irgendwas seltsam? Stehen wir etwa alle in einer Todeswolke? Da war so seltsamer Nebel. Your eyes burn as a thin, acrid mist rises from the ground and envelops you. Alter. Your mind clouds, shadowed figures strike and fade away. Your companion's cries echo in your skull, and the world around you fades to gray. Ach, okay, und das war's jetzt. Wo ist Khalid eigentlich gewesen? Frage ich mich sowieso schon die ganze Zeit. Oder ist der aus Versehen bei irgendeiner Belagerung in der Massenvernichtung schon draufgegangen? Der müsste eigentlich dabei sein. Der. Naja, egal. Was soll's. Wir haben das Spiel durchgespielt. Das Ende war jetzt. Wie soll ich sagen? Sehr forciert. Und seien wir ehrlich, um zu erklären, was der Held zwischen Baldur's Gate 1 und Baldur's Gate 2 gemacht hat, taugt das ja auch nur bedingt. Denn eigentlich das Einzige, was hier ist, ja, du wirst am Ende gefangen genommen. Und der ganze Siege of Dragonspear, also die ganze Kampagne, hat ja so gesehen nicht wirklich was dann mit dem weiteren Teil zu tun. Ist ja losgedöst. So, die Kampagne fand ich an sich ganz nett. Klar, das war sehr linear. Aber man hatte eben so auch Fortschritt gesehen, ne? Man fängt an verschiedenen Stationen an, kann dann auch nicht immer wieder zurück und man hat auch das Gefühl, man sitzt so ein bisschen auf einer, unter Zeitdruck, weil ne, die Kräfte des Bösen, des Guten, also der Kreuzzug jedenfalls davor rückt. Ja, das, was ich zwischendurch schon gesagt habe, dass die Leute hier teilweise, also das ist ja auch neu, ne, also Glint ist ja offensichtlich schwul. Der hat ja sich gleich an Bib auch rangemacht. Dass sowas eingebaut wird, finde ich, ist nicht weiter tragisch. So, das, warum nicht? Aber was mich gestört hat, und da finde ich, haben sie es ein bisschen übertrieben, war jetzt das mit dieser Tempus-Klerikerin, die wir zum ersten Mal treffen und dann so wie mit dem alten Witz, woran erkennt man einen Vegetarier, erzählt es einem. Dass sie dann einfach sagt, ja, hallo, hier, ich bin übrigens geschlechtsumgewandelt. Was man in den vergessenen Reichen mit einem einfachen Zauber machen kann oder mit einem verfluchten Gegenstand. Bib war ja auch mal zur Tarnung ein Mädel. Das ist einfach unglaubwürdig, dass irgendjemand einem das sozusagen auf der Straße, einem völlig Fremden, erzählt. Warum sollte man das tun? Und da, fand ich, haben sie ihren Auftrag, weiß ich nicht, Diversität abzubilden, ein bisschen übertrieben. Dass sie das grundsätzlich machen, finde ich nicht verkehrt, aber da ist dann eben die Art, wie es erzählt wird, nicht gut gewesen. Guck mal hier, Gören ist fast wie Sören. Was reimt sich auf Sören? Gören, das kann man bestimmt in der Schule nochmal verwenden. Na gut, ja. Ansonsten das Ende, dass ich in die Hölle gegangen bin und zurück, das ist für den Charakter auf der Stufe auch schon ziemlich heftig. Und, ja, dass er sich danach kommentarlos abführen lässt, gefangen nehmen lässt und dass die Leute in Baldur's Tor dann sagen, oh Mann, ey, das ist aber der totale Mörder, du musst da gehen. Also der Grund, warum ich nicht mehr in Baldur's Tor bin, eben ist, dass ich nicht bewiesen irgendwie, naja, das habe ich ja schon gesagt, eine einzige Adlige umgebracht haben soll, für den sich wahrscheinlich die Mehrheit der Leute da gar nicht interessiert, weil die andere Probleme haben. Plus diese Verhandlung ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Plus, dass deine Gruppe, mit der du da 2 Monate durch dick und dünn und buchstäblich durch die Hölle gegangen bist, dass die dich dann zurückgelassen hat.
Selbst diejenige, die dich 2 Tage vorher noch flachlegen wollte, das ist, ist auch nicht so richtig gut geschrieben. Klar, ich kann verstehen, dass sie hier neue Charaktere noch reinbringen wollten, aber wie sie die dann wieder rausgeschrieben haben, um das dann, man weiß ja, wie es anfängt in Baldur's Gate 2, ne, damit das wieder passt, das ist halt einfach unglaubwürdig. Dann hätten die einfach mitgefangen genommen werden sollen, dann hätte hier, also ich hätte es besser gefunden, man hätte, wenn man dann den Speicherstand mitnimmt, das dann in dem Kerker von Irenicus zu Beginn von Baldur's Gate 2 dann eben dann diese Gruppe, mit der du hier gereist bist, mit dir eingesperrt ist, plus eventuell Khalid, und dass man dann mit denen sozusagen sich einen Weg ins Freie kämpft und dass man dann die generische Abenteuergruppe, die wir jetzt auch getroffen haben, Minsk, deiner hier, Jahira, eigentlich ja noch Khalid, aber der muss hier irgendwo in Siege of Dragonspear abhanden gekommen sein, und Imoen, dass man die dann irgendwo anders trifft. Oder dass man eben nur Razad und Nira beispielsweise in Baldur's Gate 2 dann da unten trifft, und der Rest eben vielleicht tot ist. Wer weiß. Das hätte man alles machen können. Man hat sich irgendwie dagegen entschieden und deswegen wirkt das hier am Ende eben für meinen Geschmack zu sehr mit dem Holzhammer hingebogen. Oder hingekloppt. Ja, was kann ich noch sagen? Was ich auch schade fand, dass eben nach Mitteln gesucht worden ist, einem das ganze Gold abzunehmen, das man am Anfang hat, damit man sich nicht gleich alles kaufen kann. Dass das aber nachher, als man sein Gold wiederbekommt, also so ungefähr ein Part vor dem Endgegner, da ist es dann auch egal. Und die Items, die man hier gefunden hat, das war letzten Endes auch ziemlich Wumpe. Ja, dann findest du halt noch ein magisches Schwert, aber wozu? Du kannst dir dafür eh nichts kaufen. Tja, weiß ich nicht. Und ja, ich habe die Items am Ende nur noch in den nimmervollen Beutel gestopft und war selbst zu faul, das zu verkaufen. Weiß ich nicht, braucht man alles nicht. Und dann, ja, ich bin ohnehin eher der Freund, aber dafür sind diese Spiele nicht bekannt, dass es nicht so viele magische Items gibt. Und dass die es dafür gibt, dann eben einen größeren Impact haben. Aber hier so generisches Schwert plus 1 oder sowas, pff. Naja, aber das kann man jetzt Siege of Dragonspear nicht unbedingt vorhalten. Das ist bei all diesen Spielen so. Die nimmt man eigentlich nur mit, um Gold zu machen. Aber wenn man sich dann davon nichts Sinnvolles kaufen kann, ja, dann braucht man das eigentlich auch nicht. Na gut, also, aber ich hatte Spaß beim Spielen, das will ich nicht sagen. Und mich hat auf jeden Fall das Baldur's Gate Fieber dann doch nochmal wieder gepackt. Ich habe das ja irgendwie vor 3 Jahren mal angefangen zu spielen. Das war noch vor dem Referendariat. Das ist also lange, lange her. Und ja, freue mich jetzt auch auf Baldur's Gate 2 und dann in einem Jährchen auch auf Baldur's Gate 3. Das kann natürlich nichts mit diesem Helden hier zu tun haben. Nichtsdestotrotz wird mein Held bei Baldur's Gate 2 vielleicht ein reinkarnierter Bib. Also auf jeden Fall Gnome. Gnome sind die besten. Spitze Ohren und Bärte. Was will man mehr? Die vereinen sozusagen das Beste aus allen Welten. Ja, in dem Sinne, mal gucken, was passiert, wenn ich hier auf Fertig drücke. Gut, bin ich wieder auf dem Titelbildschirm. So hat das Let's Play begonnen. Ich habe ta-ta-ta-ta gesungen. Das mache ich vielleicht gleich auch nochmal. Moment, Moment. Ta-ta-ta. So habe ich das gemacht. Keine Ahnung, ist es lange her. Ja, ich würde sagen, wunderbar. Haben wir tatsächlich es noch geschafft, Baldur's Gate, Siege of Dragonspear durchzuspielen. Der Soundtrack ist wirklich, wirklich gut. Ach ja, der Soundtrack beim Finalkampf, der war richtig, richtig thick. Ja, richtig nice. Und ja. Ja, okay, was Irenicus da auch immer noch sollte, den haben sie dann da auch so auf Zwang reingeschrieben, so nach dem Motto, ja, ich guck mal, wie du dich so schlägst und manipulier dich hier voll. Naja, weiß ich nicht. Und aber immer in der Cutscene, damit du nicht auf dumme Gedanken kommst und mich angreifst oder so. Naja, das
war alles ein bisschen zu viel. Na gut. Aber ja, grundsätzlich hat es mir Spaß gemacht zu spielen. Das ist ja das Wichtigste. Und ich meine, das sind jetzt auch knapp 100 Parts, also Spielzeit ist ja auch hoch. Das muss man auch erstmal hinkriegen, ne? Also die heutigen Spiele, also ich habe hier letztens nochmal geguckt, ich habe glaube ich fast 180 Spielstunden in Baldur's Gate 1. Und das ist nur, ich habe das nur mit Bib gespielt. Und naja, wenn man sich heutige Spiele so anguckt, ja, noch 8 Stunden flimmert der Abspann und das ist eigentlich eine gute Kampagne, dann muss ich sagen, nee, vielleicht bin ich älter und komme deswegen schon aus einer anderen Zeit, aber für einen Vollpreistitel erwarte ich eigentlich mindestens 40 Stunden Spielzeit, kampagnentechnisch. Und hier, wie gesagt, sind das fast, ja, also ich glaube 180 Spielstunden habe ich. Das ist vernünftig vom Umfang her. So, nun aber sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Bib sagt, tschö mit Ö. Nee, warte, was sagte meine Cousine immer noch? Ciao, Kakao. Und dann klatschen sich alle mit den Händen an die Stirn und dann habe ich gesagt, ich werde es nie wieder sagen, aber ich habe es doch getan. Tschö.